Ja, meinen langjährigen Followern wird es aktuell aufgefallen sein, dass sich in meinem Leben einiges verändert hat. Nicht es hat sich verändert, sondern ich habe es verändert. Und ja, mein Schicksal bestimme ich in der Regel selbst, es sei denn, es macht jemand anderes. Und an den lieben Gott glaube ich nicht, auch nicht an die Vorsehung, aber ich glaube an mich. Und ich habe mich mein ganzes Leben schon immer darum bemüht, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Und ich bin auch immer schon bemüht gewesen, nicht andere über mich bestimmen zu lassen, außer ich selbst. Aber ich bin eben nicht anderer, sondern ich bin ich. Ich bin Gerd Kassel und Gerd Kassel ist schon sehr, sehr lange so drauf, wie er jetzt aktuell auch drauf ist. Auch wenn meine Frau Astrid meint, ich hätte mich verändert, so ist das eine Veränderung möglicherweise in meinem Verhalten, in spezifischen Situationen. Aber es betrifft nicht eine Veränderung meiner Persönlichkeit, meines Charakters, meiner Lebenslust und was ich sonst so schon immer drauf habe. Aber ich wollte gerade was ganz anderes sagen. Ich bin aktuell wieder in einer häuslichen Gemeinschaft mit meiner Lebensgefährtin Astrid, mit der ich jetzt, glaube ich, 28 oder 29 Jahre verheiratet bin. Und einige Menschen, die sich ziemlich sicher waren, dass der Kassel gekündigt bekommen hat von seiner Frau, die, ja, den habe ich es gelassen, das zu interpretieren, was ich so von mir gegeben habe, was ich gezeigt habe, oder eben auch das, was ich nicht gezeigt habe. Fakt ist aktuell, ich lebe seit dem 1. August in dem Städtchen, in dem Wetteraustädtchen Büdingen. Dort lebt und wohnt meine Frau schon seit 2017. Ich selbst bin nach meiner Pensionierung im Sommer 2017 zunächst mal mit meiner Tochter Samira, die damals ihre Bachelorprüfung abgelegt hatte und sich einfach ein Loch erarbeiten konnte, in dem sie sich mit mir gemeinsam auf Reisen versenken konnte, war ich unterwegs, wie ich mir es vorgestellt hatte, wie ich es mir gewünscht hatte, nomadisierend, vagabundierend, mit verschiedenen Fahrzeugen, mit Wohnwagengespann, mit Dachzelt oder mit einfach mit einem Hillebergzelt in der Wildnis des hohen Nordens. Oft hat mich dabei meine jüngste Tochter Samira begleitet, weil sie noch im Studium war, weil sich durch Corona Lücken offen taten, die man oder die wir gnadenlos auch genutzt haben. Unter anderem durch die Einführung von Online-Unterricht, von Online-Uni, ach ja, eben alles online. Und online ging wunderbar. Von unterwegs, von diversen Reisezielen aus. Also hat Corona und die Einführung von Homeoffice entscheidend cool dazu beigetragen, in den letzten Jahren 2000 ab 2020, 21, 22, um sehr viel und sehr oft mit Samira unterwegs zu sein. Tja, und in dieser Zeit tauchte meine Frau Astrid wenig auf meinen Videos auf. Das hatte natürlich mehrere Gründe. Grund Nummer eins, sie legt nicht Wert drauf oder findet es auch nicht besonders geil, in meinen Videos ständig aufzutreten. Im Gegensatz zu Samira, die selbst einen YouTube-Kanal hat, ist meine Frau eher nicht so furchtbar mediengeil, eher sogar medienscheu, würde ich sagen. Aber wie dem auch sei, Astrid und ich waren in der Realität nie wirklich getrennt lebend. Wir hatten auch die ganzen Jahre, wo ich unterwegs war, reisetechnisch unterwegs war, eine häusliche Gemeinschaft. Und das funktioniert auch oder geht auch, wenn man nicht unbedingt zusammen den gleichen Wohnsitz hat. Ich habe von 2012 an, nein, doch, nee, 2014 an, war ich der Hauptmieter der studentischen
Wohnung von Samira in Gießen, eine WG-Wohnung. Und die gehört meinem Freund, der schon Wert darauf legte, dass jemand verantwortlich ist für die Eintreibung der Miete und für die Organisation dieser WG-Wohnung. Ja, und so war mein erster Wohnsitz Gießen und nicht Büdingen. Und mein Basislager im Westerwald war so mein Materiallager, mein Aufenthaltsort, wenn ich eben nicht unterwegs war, dort in der Natur, dort direkt draußen an einem See im hohen Westerwald, habe ich mich sehr gerne, sehr oft aufgehalten. Das werde ich sicher auch in Zukunft tun. Allerdings könnte sich jetzt wieder etwas ändern, was ich sehr begrüße und was auch meine Frau wünscht, nämlich, dass wir wieder mehr gemeinsam unternehmen, sofern es ihr möglich ist. Meine Frau ist immer noch einige Jahre berufstätig als Berufsschullehrerin, als Oberstudienrätin an der Berufsschule in Büdingen und ist natürlich, was Reisen betrifft, auf Ferien angewiesen und kann nicht so frei rumziehen wie ich. Umgekehrt kann ich sagen, ich habe aktuell, oh Peng, was, da hat irgendwas gerade gerappelt, da fällt immer was in der Küche irgendwas auseinander. Aber apropos Küche, was vielleicht in diesem Kontext noch interessant ist, vor einiger Zeit erwähnte eine langjährige Followerin, dass es für meine Frau Astrid jetzt sicher etwas neu sei, überraschend sei, dass der Alte da plötzlich wieder auftaucht bei ihr in ihrem Heim und sorgt für Unordnung und sorgt dafür, dass sie vermehrt Arbeit hat, indem sie meine Wäsche mitwaschen muss, indem sie für mich mitkochen muss, indem sie für mich mit den Haushalt gestalten muss. Und so weiter. Alles Flitzekacke. Ein Gerd Kassel hat es schon in frühen Jahren gelernt, seinen Haushalt, seine Schmutzarbeit, seine Schmutzwäsche selber zu bearbeiten. Und dafür habe ich nie Lebensgefährtinnen gebraucht, dafür habe ich keine Ehefrauen gebraucht. Das möchte ich jetzt hier nochmal ordentlich betonen. Und jetzt, wo ich mich wieder in einer ja, fast tagtäglichen Lebensgemeinschaft, Ehegemeinschaft mit meiner Frau Astrid befinde, beteilige ich mich natürlich auch im vollen Umfang aus den Lebenshaltungskosten, wenn man wieder mit festem Dach über dem Kopf lebt. Ich beteilige mich an den Essenskosten, ich beteilige mich nicht an der häuslichen Arbeit, sei es Kochen, sei es Einkaufen, sei es Hunde versorgen, sei es Astrids Alm pflegen und hegen, Rasen mähen, Büsche schneiden, Müll entsorgen und aller Zeug. Das heißt, ich bin aktuell wieder eingebunden in so ein Alltagsleben, worauf ich lange Zeit keinen Bock hatte. Und da lieber als Vagabund unterwegs war. Aber jetzt aktuell freue ich mich auch wieder zusammen mit meiner Frau Astrid zu leben, Leben zu gestalten, Leben zu organisieren, Alltagsleben zu leben. Und ja, umgekehrt hat Astrid auch wieder Bock, nachdem sie jetzt jahrelang ihre Reiseaktivitäten auf Wandern reduziert hat. Wandern im Hochgebirge, Wandern in Mittelgebirgen, Wandern gemeinsam mit ihrer Schwester. Hat Astrid aktuell auch wieder Bock, mit mir was zu unternehmen. Und so haben wir gerade festgestellt, gestern, als Samira, unsere gemeinsame Tochter Samira, auch hier in Büdingen war, dass wir die nächsten Herbstferien gemeinsam im Westerwald verbringen. Astrid, Samira und ich gemeinsam mit unseren drei Hunden. Der Westerwald ist und bleibt ein sehr cooles, sehr naturnahes Basislager. Besonders gut geeignet auch zum Fahrradfahren mit Hunden, zur Hundehaltung und natürlich auch zum Wassersport auf der Krombachtalsperre. Ja, und in den Weihnachtsferien, die dieses Jahr hier in Hessen 3 Wochen dauern und die letzte Ferienwoche in Hessen hat Hessen als einziges Bundesland Ferien. Da haben wir beschlossen, in dieser Zeit
auch mal wieder gemeinsam in einen Winterurlaub zu fahren, nicht wie früher hardcore-mäßig mit Campingbus, mit Wohnmobil irgendwo draußen in der Pampa, sondern wir haben eine Ferienwohnung gebucht im kleinen Walsertal. Nicht furchtbar extrem, aber schön. Und ich bin auch heute in der Lage, mich auf weniger extreme Aktivitäten einzulassen, wie ich das ja, lange, lange Jahre nicht war. Ich war lange Jahre immer darauf erpicht, etwas zu tun, etwas zu organisieren, etwas zu machen, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, auch und vor allem in Sachen extremen Lebensereignissen, extremen Sportereignissen, erlebnispädagogischen und erlebnistechnischen Aktivitäten in der Natur mit Natursport. Ja, und jetzt mit 72 Jahren trete ich jetzt ein bisschen langsamer, bin auch körperlich sehr angeschlagen. Und so ist das alles Paletti, dass ich das jetzt tue, was ich mir überlegt habe, was ich auch wieder gerne tue, nämlich in häuslicher Gemeinschaft, in Lebensgemeinschaft mit meiner Frau Astrid unterwegs zu sein. Und heute zum Beispiel fahre ich gleich mal zur Abwechslung mit dem Auto, sonst bin ich hier immer mit Fahrrad unterwegs. Aber ich muss 15 Kilogramm neues Hundefutter für Fly und Spaghetti kaufen. Und da fahre ich mit dem Auto, weil im Büdinger Straßenverkehr mit zwei Hunden am Fahrrad funktioniert zwar, aber ich bin noch nicht so mega fit, dass ich mir das jetzt zutraue. Ich muss auch aufpassen mit den 15 Kilogramm Hundefutter. Das darf ich nicht heben. Meine OP ist jetzt 2,5 Wochen her, meine doppelseitige Leistenbruch-OP mit dem Einbau von zwei Netzen, und da gilt einige Zeit nicht mehr wie 5 Kilo, damit die Netze nicht wieder abreißen. Das fällt mir gerade Gott sei Dank wieder ein. Die 15 Kilo hätte ich mir sonst eben über den Buckel geknallt und ins Auto geladen. Da muss ich mir nachher was einfallen lassen, wie ich das so hinkriege, dass ich die 15 Kilo ins Auto kriege, ohne sie auch anheben zu müssen. Donnerwetter. Okay. Es geht los, ich beginne mit meiner täglichen Arbeit im Rahmen meines Zusammenlebens in einer kleinen Familie mit meiner Frau Astrid. Bis später. It's like an ever-spinning wheel, fueled by a fire that's still burning. And in time, it's all a sweet mystery. When you shake the tree of temptation, yeah, and I know the fear and the cost of a paradise lost in frustration. And the flame still burns, it's there in my soul forever, I know. And the flame still burns, from a glimmer back then, it lights up again in my life. Oh, ich muss sagen, mein aktuelles Leben gefällt mir. Wenn ich die Nachwehen überstanden habe meiner kürzlichen OP, dann geht natürlich wieder rund. Ja, eins ist vielleicht in diesem Kontext, was ich ja gerade hier gelabert habe, von Bedeutung. Natürlich bedeutet das jetzt wieder Zusammenleben mit meiner Frau Astrid in einem
engeren Stil. Nicht, dass wir uns gegenseitig einengen, dass wir uns gegenseitig nerven, dass wir uns gegenseitig behindern. Natürlich hat jeder von uns das Recht, die Pflicht und die Freude daran, Dinge auch allein tun zu können, woran der Partner nicht unbedingt so interessiert ist. Und das wird auch so laufen, ein Zusammenleben in Freiheit ohne Gefängnis, Gitter oder so. Tja, im Klartext heißt das, sollte ich morgen plötzlich wieder Lust haben, in die Wüste von Tabernas zu düsen, dann kann ich das, dann darf ich das, dann mache ich das. Nur ich habe morgen keine Lust dazu. Sollte ich sie haben, dann ziehe ich los. Und allerdings eins dürfte klar sein, wenn die Beziehung zu meiner Frau wieder kreativ ist, spannend ist, schön ist, lebensbereichernd ist für sie und für mich, dann werde ich nicht mehr Wochen, Monate lang allein unterwegs sein. Ja, wie üblich, neuer Tag, neues Glück. Nachdem ich soeben ein Penner-Statement abgegeben habe, muss ich mir jetzt natürlich auch vornehmen, hier zu arbeiten. Was heißt arbeiten? Also arbeiten hatte für mich immer oder nie eine negative Bedeutung, weil ich mir die meiste Zeit meines Lebens die Arbeit aussuchen konnte, die ich gerne gemacht habe. Nur in jungen Jahren, in Jugendjahren, da musste ich oft Ferienjobs machen, um mein Schulgeld, meine Schulbücher, meine Schulfahrkarte finanzieren zu können. Und da habe ich Arbeiten gemacht, wo ich gedacht habe, meine Fresse, wenn ich das die ganze Woche machen müsste, das ganze Leben machen müsste, dann wäre das eine harte Nummer geworden. Und damals weiß ich noch genau, dass ich mir vorgenommen habe, Alter, versuch was zu lernen, versuch einen Beruf zu bekommen, den du gerne machst. Und das ist mir dann später tatsächlich gelungen, wenn auch etwas mühsam, aber mein Beruf als Lehrer an der größten Schule Deutschlands habe ich in sehr positiver Erinnerung, auch im Rückblick. Ooh, I want my thoughts to be heard, the unspoken words of my wisdom today. As the light starts to glow, tomorrow who knows who will listen. But my life has no language of love. Ja, hier auf der Alm, dem ehemaligen Weinberg, der ziemlich steil ist, gibt es zwei gepflasterte Wege, die Moosen immer wieder mal zu, wachsen zu, dann ist ihre Begehbarkeit ziemlich gefährlich, dann sind die glitschig bei Feuchtigkeit und deshalb bemühe ich mich gerade darum, mit einem Freischneider, mit einer Drahtbürste montiert, die Sache irgendwie hinzukriegen, dass die Pflasterwege wieder griffig werden.
there in my soul? Is there in my soul? And the flame still burns. Yeah, it's there in my soul. Forever I know. And the flame still burns. From a glimmer back then. Ja, ich muss sagen, hier diese Alm in Ordnung zu halten, so weit in Ordnung zu halten, dass sie nicht total zuwächst, nicht total verwildert, das ist schon eine sportliche Aufgabe. Und die Aufgabe, die ich gerade mache hier, nämlich Wege, die hier schon seit ewigen Zeiten nicht mehr vollkommen freigelegt waren, jetzt so gut wie möglich, nämlich vollkommen freizulegen von Erde, von Moos, von Gewächsen, damit man auf diesen Wegen nicht ausrutscht. Es geht einfach runter, wenn man sich da auf den Arsch setzt, tut weh. Ja, und dann natürlich die Wiese mähen, überall Brombeeren, überall Büsche, die wachsen wie die Teufel, Efeu, Bäume beschneiden. Okay, das heißt im Klartext, ich habe hier, während ich mich hier bei Astrid aufhalte, auf der Alm, auch immer interessante Arbeit zu tun, die mir gefällt. Aber jetzt ist es auch schon ziemlich frisch geworden, seit gestern. Und hier kann man sich immer so ein kleines Grillfeuerchen machen. Unauffällig, ohne Rauch, damit nicht die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Büdingen tangiert wird. Und ja, mache ich jetzt mal gucken. Hier liegt so viel kleines Schnipselholz rum. Das müsste gut rauchlos brennen. Like an ever-spinning wheel, fueled by a fire that's still burning. And in time, it's all a sweet mystery. When you shake the tree of temptation. Yeah, now. Ja, das ist schon ein Vorteil von dieser etwas abgelegenen Alm, nicht direkt in den Vorgärten der schönen Häuser hier, sondern mehr am Hang unterhalb. Und hier ein kleines Grillfeuerchen zu machen, wo man auch ja, jederzeit auf Holzkohle, auf Holzfeuer kochen kann, braten kann, grillen kann, ist schon eine coole, schöne Sache. From a glimmer back then. It lights up again in my life. Oh, I want my thoughts to be heard, the unspoken words of my wisdom. Today, as the light starts to glow, tomorrow, who knows who will listen? But my life has no language above. No words from above are appearing. But in time the fire will grow with a reason for hope and believing. And the flame still burns. It's there.
soul forever I know, and the flame still burns from a glimmer back then. It lights up again in my life. Oh, ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Outdoor-Mensch bin. Ein Mensch bin, der gerne bei Wind und Wetter draußen ist. Und da war und ist schon immer ein kleines Feuerchen, ein Wärmefeuerchen, ein offenes Feuerchen wichtig. Auch indoors habe ich jahrelang oder haben wir jahrelang mit Kaminöfen geheizt, mit schönem Buchenholz und praktisch drei Lagerfeuer innerhalb eines großen Hauses. In Form von drei Kaminöfen. Ja, und auch jetzt hier in Büdingen, wo ich mich jetzt aufhalte, ist so ein offenes Feuerchen möglich. Zwar nicht riesengroß, das sollte man nicht machen, weil das einfach die Nachbarn stört, was Rauchentwicklung betrifft. Deshalb mit wenig Rauch, kleines Feuerchen wärmt auch, so wie ich es gerade hier mache. Und das war und ist schon immer auch ein Bedürfnis von meiner Frau Astrid gewesen. Und sie war es auch, die hier die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat, ein Almgrundstück, einen ehemaligen Weinberg, Südhanglage über der Altstadt von Büdingen zu pachten für ein Appel und Ei, 1000 Quadratmeter. Zwar mühsame Pflege, kann man nicht anders sagen, dafür aber auch ein idyllisches Plätzchen, um draußen zu sitzen, draußen zu arbeiten, draußen zu chillen, draußen zu grillen und die Natur hier zu genießen, wie ich es gerade tue. Ja, ich futtere hier gerade schöne reife Äpfel von einem kleinen, gut tragenden Apfelbaum hier auf der Alm. Und auch die Hunde leicht und Spaghetti fressen mit Vorliebe Äpfel und Haselnüsse, die hier auch von Sträuchern runterfallen. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Förderverein übernommen werden.
Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Ja, wie man sieht, kann ich hier auch auf der Alm mit meinem Laptop rumhandwerken. Natürlich nicht Nägel in die Wand kloppen oder Rasen mähen, aber ich kann googeln und ich kann im Internet surfen und ich kann meine Fotos bearbeiten, meine Videos schneiden. Und ich habe hier guten Internetempfang, denn ich habe in meinem Tablet eine unbegrenzte Flatrate von Telekom mit G5. Da habe ich hier guten Empfang und unbegrenztes Volumen. Kostet zwar 84 Euro im Monat, aber scheißegal, dadurch habe ich immer genug Internetvolumen, ich habe genug Datenvolumen, unbegrenztes Datenvolumen. Das heißt, ich kann Filme machen, wie ich will, kann sie hochladen, wie ich will, kann mir Filme angucken, wie ich will und kann, ja, ich kann